Ich tue mal den Bildschirm teilen und zeige euch gerne, was ich besprechen möchte. Das habt ihr sowieso schon zugestimmt. Ich möchte es einfach nochmal hier authentisch sein und euch zeigen, dass es aufgenommen wird. Aber ich teile nie die Namen oder irgendwelche Bilder. Und das hier wären die Themen. Ich habe das mit der Eigenliebe nochmal hinzugefügt. Was denkt ihr denn? Was bedeutet das für euch? Vollkommen zu leben, sich vollkommen selbst zu vertrauen, sich authentisch zu zeigen. Und wie sieht Eigenliebe für euch aus? Was habt ihr denn für Gedanken dazu? Was bedeutet es, vollkommen zu leben? Was bedeutet es für euch, glücklich zu sein? Als erstes kam mir einfach so das Bild aus der Fülle heraus zu leben. Okay. Weil das ist das Bild, das ich vorher in der Lesung bekommen oder geschenkt bekommen habe. Und das ist bei mir angeklungen. Okay, sehr einfach schön. Keine Sorge der Welt. Nichts kann mich trüben. Ich schöpfe aus dem Vollen. Ich bin in der Verbindung. Ja, so. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Wie machst du das? Es ist ein Gefühl, das mir jetzt geschenkt worden ist in der Lesung. Okay. Schön. Und ja. Und ich habe es gefühlt, ich habe es gespürt und es wirkt nach. Und ja, diese Erfahrung passt zu deinen Fragen. Mhm, deswegen meine Antwort. Ich habe mir diese Fragen ausgesucht, weil das am meisten vorkommt in E-Mails, wenn Leute mich anschreiben, dass sie Angst haben, so richtig, oder dass sie nicht richtig leben, dass sie das Gefühl haben, das Leben geht an denen vorbei, dass sie nicht vertrauen können, entweder nicht dem Universum oder Gott oder Menschen nicht vertrauen können, dass sie Angst haben, sich zu zeigen. Und das mit der Eigenliebe kam halt vorhin bei uns im Seminar noch mit durch, was ich eigentlich sehr interessant fand. Denkt ihr denn, dass ihr vollkommen lebt? Nee. Leider noch nicht. Nee, ich glaube, wir tun uns oft noch zurückhalten ja. und klein machen. Ja. Also dieses vollkommen zu leben, das ist für mich sehr im Alltag. Also dadurch, dass ich Yoga mache, diese ganzen Achtsamkeitsübungen da sehr integriere und jetzt das immer stärker herauskommt, ist für mich dieses vollkommen zu leben, wirklich, wenn ich mal so diesen Speed rausnehme und wirklich so beim Kochen bin. Nicht denke, was sind 25 andere Sachen zu tun, weil das ist immer mein Alltag, dass da viel ist. Aber einfach so im Hier und Jetzt zu sein und sich dieser Aufgabe jetzt zu widmen und egal, was nachher kommt, das ist für mich so eine Qualität, das ist für mich so vollkommen Leben, wo du sagst, es hat alles seine Zeit, aber jetzt bin ich nur für das da und ich kann das andere alles mal wegschalten. Und dann ist dieses vollkommen Leben auch, dass ich jetzt dieses Netzwerk zum Teil habe, wo ich weiß, okay, es kommen Probleme, es kommen Themen, große, kleinere, große Wellen, kleinere, wo ich einfach weiß, das ist die Emotion, das ist mein Gefühl, dass ich das auch so schön langsam sortieren kann und dass ich weiß, wer hilft mir jetzt? Weil Angst da ist, weil es so große Themen sind, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Aber da weiß ich dann, wer hilft mir? Und dann wieder relativ schnell rauszukommen und zu sagen, wow, das war eine Lawine, aber ich sehe es jetzt aus einer anderen Distanz. Das kommt für mich sehr nahe an dieses vollkommene Leben. Einfach diese Werkzeuge zu bekommen, damit umzugehen und das Leben zu leben, das ist für mich nicht nur in der Sonne sitzen. Das will ich auch gar nicht. Ist es für dich, es hört sich so toll an und ich kann dir nur zustimmen. Ist es etwas, das vom Kopf kommt oder vom Herzen? Vorher, früher war es rein Kopf. Jetzt ist es das vom Herzen. Und das Leben zeigt dir schon das Richtige. Also ich hatte letztes Jahr so Augenthemen, aber ich habe gelernt, das körperliche Thema anzunehmen, aber immer wieder hinzuschauen, was will es mir noch sagen? In welcher Ebene will es mir was sagen?
Und ich denke dann aber immer, alle machen das schon und das, glaube ich, ist es nicht. Und wenn ich dann wieder erkenne, na, der denkt wirklich, das ist nur körperlich, das hat mit seinem Denken und tun nichts zu tun, dann denke ich, oh, diesen Schritt habe ich schon. Danke. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Kennt ihr die Dame, die ist eine Autorin, Byron Katie? Habt ihr schon mal von der gehört? Ist mir jetzt peinlich, aber ich sag's euch. Da habe ich viele Bücher von ihr gelesen und eins fängt an, wie sie Gemüse abwäscht und wie sie das Wasser spürt über ihren Händen. Und ich denke, was für ein Blödsinn, und habe das Buch weggelegt. Aber das, genau das ist es, weil je mehr man es im Moment lebt und fühlt, umso mehr ist man eigentlich lebendig. Es ist schon lange her, dass ich das mit der Byron Katie die Erfahrung hatte, aber ich kann mich genau dran erinnern. Ich habe gedacht, was für ein Schmarrn, und habe es wieder weggelegt. Ich war einfach noch nicht bereit dazu, das von dieser Perspektive so anzunehmen. Danke. Mit dieser Frage hast du mir jetzt gerade meine Antworten geliefert auf den Schatten vorhin, als Perfektionismus als Stichwort kam und ich konnte sowas von nichts damit anfangen. Und jetzt stellst du mir die Frage, für mich ist das die Frage, was ist Leben? Das ist das aus meinem Herzen. Und ich habe gemerkt, zuerst kam, was ich gelesen habe, was ich weiß, was ich zum Teil schon lebe. Und dann hat es in mir Klick gemacht. Und es ist genau das, was ich jetzt tue, ist Leben. Mhm. Egal, ob ich an den PC sitze und ein Kriegsspiel spiele oder ob ich jetzt mit dem Gleitschirm über den Hügel fliege, das ist Leben. Und eigentlich ist das, mich dem Leben hinzugeben, was jetzt im Moment gerade wirkt. Schön wäre es, wenn es immer bewusst ist, wenn ich sehr achtsam jeden Impuls wahrnehme. Aber eigentlich ich gebe mich dem Leben schon so hin, so gut ich kann. Das ist mein Perfektionismus eigentlich. Sehr denn schön. Es braucht nicht mehr und es braucht nicht weniger. Weil der Weg ist, das wird mir immer bestätigt, der Weg ist da. Ja, ganz toll. Ganz danke. Toll, mein Lieber. Danke für die Frage. Was denkt ihr denn, was das Gegenteil von Leben ist? Habt ihr eine Idee, was das Gegenteil von Leben ist? Ich würde sagen, der Tod. Okay, wir sammeln mal. Danke. Also es gibt keine richtige und keine falsche Antwort. Was denkst du denn, was das Gegenteil von Leben ist? Ich denke, das ist Stillstand. Stillstand? Also, wenn ich aufhöre zum Wachsen, mich zu entwickeln, wenn ich mich so einigel. Ja, okay, sehr schön. Es könnte auch heißen, einfach funktionieren. Ohne Freude, ohne Emotion, einfach machen, was man meint, man muss es tun. Das Gegenteil von Leben? Ja. Okay, also zwanghaftes Tun? Ja, funktionieren. Okay, okay, gut. Bei mir kam das Wort angeflogen, lebendig tot. Ja, okay. Weil das Gegenteil von Tod ist eigentlich Geburt. Also Geburt wäre das Gegenteil von Tod. Und Leben, ich habe mal in der Akasha Chronik gefragt, aber wir fragen mal gleich zusammen. Ich sag mal gar nichts dazu, okay? Wir stellen einfach mal die Frage zusammen. Sollen wir mal anfangen? Ja? Ich zeige euch mal die Übungen, also die Fragen, die ich ausgearbeitet habe. Wir machen es in der eigenen Akasha Chronik. Was bedeutet es für die Akasha Chronik, vollkommen zu leben? Wir fragen mal, wie das sich für die anfühlt oder was die uns dazu sagen können von ihrer Perspektive. Was kann ich noch tun, um vollkommen zu leben? Gibt es noch etwas, was ich loslassen darf, damit ich vollkommen leben kann? Und dann, was bedeutet es für die Akasha Chronik, vollkommen zu vertrauen? Wie kann ich noch mehr vertrauen? Und gibt es noch etwas, das ich loslassen darf, um mehr zu vertrauen? Was bedeutet es für die Akasha-Chronik, mich authentisch zu zeigen? Weil ich glaube, wenn man sich nicht zeigen kann, ist auch schon so ein klein bisschen eine Art und Weise von Tod, weil man dann aufhört zu leben. Also das ist so mein Hintergedanke davon. Wenn man immer Angst hat, nur kritisiert zu werden oder bemängelt zu werden, dann tut man sich so vom Leben zurückziehen, dass man eigentlich nicht mehr richtig lebendig lebt, in meiner Meinung.
Deshalb kommt das hier mit dem authentisch zeigen rein. Wie kann ich mich noch mehr authentisch zeigen? Gibt es noch etwas, das ich loslassen darf? Und dann als Anhang jetzt noch, wie sieht eigentlich Eigenliebe für die Akasha-Chronik aus? Und bitte gebt mir einen praktischen Tipp, wie ich mich noch mehr lieben kann. Ja? Ist es gut so? Okay, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich bin so gespannt, ich kann es gar nicht erwarten. Ja, hallo. Hallo. Achso, gut. Seit die Frage, dann ist es ein bisschen einfacher zu folgen, okay? Ja, genau, okay. Frage 1. Es geht um Freude und Spielen und Leichtigkeit, im Einssein, in der Liebe zu wirken, immerwährend voll der Hingabe an Gott. Okay, sehr schön. Dann die Frage 2. Lass uns, wenn es dir recht ist, machen wir es so, wir tun mal die Antworten mehr vergleichen, dann ist es schön, wenn man so die Parallelen sehen kann, ja? Aber lass die Hand ruhig oben, dann komme ich wieder zu dir zurück. Alles gut. Bei mir kam genießen, mit allen Sinnen, Risiken eingehen, positiv denken, an das Gute glauben, glücklich sein, zu lieben, traurig sein, verzweifelt sein, alles hat seine Berechtigung, loslassen und zugreifen, frei sein, eingeengt sein, alle Gefühle zu fühlen. Ich lese dir mal meins vor. Andere Worte, genau das Gleiche. Okay? Dass du alles erfährst. Liebe, Trauer, Lachen, Weinen. Lass einfach alles zu. Du schließt nichts mehr aus. Leben ist einfach alles. Genau das Gleiche, aber andere Worte, ne? Ja. Ja. Toll. Danke. Also bei mir war einfach nur der kurze Satz, alles Potenzial voll auszuschöpfen. Genau das Gleiche. Alles, nichts ausschließen. Sehr schön. Ach, super. Schön, danke. Bei mir kam Genuss, Liebe, Emotionen, Vielfalt, Spiel, Freude, Tanzen, Singen, Lachen, Lieben, Laut sein, Clown sein, Freiheit leben, verrückt sein, du sein in deiner Vielfalt und sorgenfrei im Jetzt sein. Sehr schön, tolle Antwort. Passt auch mit der Lesung von vorher. Ja, ne? Passt super, ja, genau. Schön. Danke. Bei mir kam eine typische Antwort. Ich falle jetzt aus dem Plan. Also den Plan zu leben, der in dir wirkt. Okay, und die Antwort war, sag nochmal bitte. Was bedeutet das? Also die Frage ist ja, was bedeutet das für die Akasha-Chronik vollkommen leben? Und sie sagen mir, den Plan zu leben, der in dir wirkt. Der in dir wirkt. Ah, schön. Mhm. Sehr schön. Danke. Um eins zu sein mit dem, was du tust in dem Moment. Sehr schön. Sehr schön. Also auf die Frage 1 kam, vollkommen Leben ist das Verbreiten von Leben. Wir akzeptieren jedes Leben. Wir akzeptieren alle Erfahrungen. Wir werten nicht. Wir sind gleichzeitig überall eins. Wir spüren die Verbundenheit miteinander und mit dem großen Ganzen, das ihr auch Gott nennt. Vollkommen ist unser Leben immer, denn Leben ist vollkommen an sich. Oh Gott. Also es geht ja einfach nicht mehr besser, ne? Lies doch mal Nummer 2 und 3 vor. Wir machen es mal in den Blöcken hier, sodass es zu einem Thema passt. Ja, okay. Ich habe zwischendurch, bin ich ein bisschen vom Thema abgeschweift, weil wir ja noch die Frage im Raum hatten, was ist Leben? Und dann habe ich auch noch, das sage ich jetzt nur kurz, weil das war jetzt sehr viel, gefragt, was das Gegenteil von Leben ist. Okay, sehr schön. Und da kam das Wort Zerstörung. Oh, okay. Und das finde ich, das hat mich sehr bewegt. Okay, sehr schön. Und also, da kam also ein ganz langer Text dazu, aber den möchte ich jetzt, glaube ich, gar nicht ganz vorlesen. Also da geht es um das Gute und das Böse, das
das Leben zerstören möchte und dass es aber unsere Aufgabe letztendlich ist, uns davor zu hüten, es zu erkennen und eben unsere Aufgabe ehret das Leben, feiert das Leben, letztendlich alles, nee, lebt alles, was euch begegnet. Es geht nicht darum, nur Fülle und Freude zu erfahren. Alle Erfahrungen sind wertvoll. Also es wiederholt sich da so ein bisschen auch. Ja, ja, ist auch eigentlich das Gleiche wie das, was ich bekommen habe. Alles gehört dazu. Genau. Schön. Ich lese zuerst die Antwort auf Frage 1, dann macht die Antwort auf Frage 2 auch Sinn. Macht Sinn, meine Liebe. Ja. Also bei der ersten Frage kam bei mir tief durchdrängt sein mit deiner ganzen Seelenessenz. Dein ganzes Wesen dringt in die Wirklichkeit ein. Also eigentlich auch mein ganzes Leben. Zweite Frage. Suche aktiv und pflege diese Verbindung mit deiner Seelenessenz, dem göttlichen Kern in dir. Okay, sehr schön. Und die dritte Frage? Die dritte Frage war dann, ich darf meine Angst noch loslassen. Du kannst nichts falsch machen. Du bist genau richtig, wie du bist. Sehr schön. Sehr schön. Ich lese mal vor, was ich bekommen habe, damit, weil ist ja nur fair, wenn ich auch vorlese, was sie mir sagen. Mir haben sie gesagt zu zwei, du beschützt dich noch zu sehr. Angst vor dem Schmerz hält die Liebe und Freude von dir fern. Bitte vertraue dir selbst mehr, dass du alles tun kannst, meine Liebe. Und dann die dritte Frage, gibt es noch was ich loslassen kann? Avoidance, also Vermeidung. Auch die Dunkelheit hat Licht, haben sie gesagt. Also alles, es ist, wir leben in einer Dualität, alles gehört dazu. War sehr interessant für mich. Also was kann ich noch tun? Vollkommen loszulassen, vollkommen zu leben, loslassen, Altes loslassen. Und zu Frage 3. Da gibt es noch einiges, wenn du deinen Rucksack sehen könntest, deine Vergangenheit hinter dir lassen. Okay, sehr schön. Schön. Bei 2 kam Freude für mich im Tun zu finden. Mit Lieben und Lachen und Tanzen und alles, was dazugehört. Okay, sehr schön. Und die 3 war noch, da kamen noch Ängste oder Sorgen, die darf ich noch loslassen. Okay, sehr schön. Willst du weitermachen mit 4, 5 und 6? Nur wenn du möchtest. Ja, kann ich. Bei 4, das ist keine Frage. Wir vertrauen vollkommen. Es gibt keine Trennung für uns. Oh, sehr schön. Und dann die 5. Liebe dich, wie du bist, vertraue auf dein Herz, auf die Kraft, sie fließt dir zu und Heilung und es fließt weiter. Sehr schön. Willst du noch weitermachen? Nummer 6? Ah, die 6 auch noch, ja, genau. Wenn du willst. Ah, ja, genau, da gibt's, ja, die 6, gibt es noch etwas, das ich loslassen darf. Ja, da gibt es noch Ärger aus der Vergangenheit. Ich soll mich nicht vergleichen mit anderen, so sein, ja, so zu sein wie andere, das kommt aus der Vergangenheit noch. Okay, sehr schön. Danke, mein Lieber. Ja, ich lese euch auch meine vor. Also ich habe bekommen, was bedeutet es, vollkommen zu vertrauen für die Akasha-Chronik? Anzunehmen, dass du wirklich geliebt bist und wir dich nicht bestrafen oder verletzen werden. Und dann haben sie für alle auf einmal gesprochen. Ihr seht Gott oder das Universum noch zu sehr wie ärgerliche Eltern oder ein ärgerliches Elternhaus. Also, dass man was Gutes, wenn man gut ist, bekommt man Schokolade. Wenn man böse ist, wird man bestraft oder so. Wir sind anders. Die Kälte dient dir nur, weil dir dadurch die Wärme bewusst wird.
Das Leben wirkt wieder bedeutungsvoll, wenn du an den Tod denkst, haben sie gesagt. Wie kann ich noch mehr vertrauen? Nimm den Moment so an, wie er jetzt ist. Akzeptiere diesen Moment dein Leben, ohne es zu kategorisieren, einzuteilen in gut oder böse. Und Nummer 6, etwas loszulassen, sagen sie, siehe Nummer 5. Also es hat dann sich so abgedeckt, fand ich ganz interessant. Die Nummer 4, da kam bei mir, also was bedeutet es für die Akasha-Chronik vollkommen zu vertrauen? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Da war so eine Ruhe, ist Entschlossenheit, Leichtigkeit. Dann hatte ich wie so über mir so ein kosmisches Gelächter und Lachen. Mhm. Und bei der 5, da kam die Angst loslassen, optimistisch sein und mir die Sicherheit aus der Akasha-Chronik holen. Also die mich Fragen stellen kann und der Akasha-Chronik vertrauen. Mhm, sehr schön. Und bei der 6, was ich noch loslassen darf, den Verstand und mehr dem Gefühl vertrauen. Sehr schön, sehr schön. Die nehmen es uns gar nicht so ernst manchmal. Wirklich, es geht mehr darum, in die Leichtigkeit zu gehen. Das ist echt ein schön, was ich so von allen hier höre. Sehr schön. Danke, meine Liebe. Also bei 4 kann man hier ein Bild. Mhm. Du stehst an der Klippe und du kannst dich rückwärts fallen lassen. Ach, wie schön. Wow. Ja, das war also noch mehr als dieses rückwärts fallen lassen, was man ja so schon mal sieht in Therapien. Also hier geht es wirklich die Klippe und es kann nichts passieren. Das war wundervoll. Und bei 5 kam die Meister und Lehrer befragen, das Herz öffnen und führen lassen. Mhm. Und 6 den letzten Rest von Kontrollfreak loslassen. Mhm. Okay. Sehr schön. Wie bei mir, kategorisieren, loslassen. Nicht einteilen in irgendwas. Ja, ist eigentlich genau das Gleiche. Andere Worte, aber eigentlich genau das Gleiche. Hat irgendjemand von euch noch eine Antwort zu 4, 5 und 6, die ihr gerne teilen möchte? Weil sie super gut ist. Ihr dürft auch gerne so winken, damit ich das sehe. Nee? Okay, alle gucken weg. Gehen wir nur zu 7, 8 und 9. Wer möchte denn da was teilen? Die Frage war, was bedeutet es für die Akasha-Chronik, mich authentisch zu zeigen? Ja, genau. Und da kam, dich zu leben, wie du es fühlst, auch wenn es sich danach nicht immer gut anfühlt. Oh, lies das nochmal vor, lass mich das nochmal hören. Dich zu leben, wie du es fühlst, auch wenn es sich danach nicht immer gut anfühlt. Oh, wieso wird es sich nicht gut anfühlen? Sie haben mir da eine Antwort gegeben, weil ich oftmals im Zweifel falle, genau mit dieser Situation, wenn ich, ich habe eine ganz spezielle Energie bei mir, die antriggert. Mhm. Und das ist meine Aufgabe, Menschen aufzuwecken. Mhm. Und, okay, verstehe dann ich. Und dann verbinde ich mich mit dem schlechten Gefühl des Gegenübers. Okay, verstehe ich. Also ich verstehe, dass Sie darauf ansprechen, dass ich mich dann schlecht fühle. Es geht aber nicht darum, dass ich mich schlecht fühle, sondern es geht darum, dass ich einfach meinen Auftrag wahrnehme. Okay, bei mir haben Sie genau das Gleiche gesagt, aber ohne das Schlechtfühlen. Also, dass ich den Auftrag wahrnehme. Sehr schön. Okay. Okay, Nummer 8 und 9, wenn du möchtest. Ja, wie kann ich mich noch mehr authentisch zeigen? Vertraue darauf, dass dich deine Selbstliebe leitet, ohne die du wertlos bist. That's bang. Okay. Okay, und Nummer 9? Was darf ich loslassen? Wir wiederholen uns ständig, mach mal endlich los. Okay, ja. Sehr schön, wie bei mir. Siehe Nummer 5, genau das. Ja, wir können es nicht nochmal sagen. Sehr schön, danke. Bei 7 kam Lache, lebe Humor und Witzigkeit. Nimm kein Blatt vor den Mund. Du liebst dich und nur das zählt. Strahle und bringe so die anderen Menschen zum Leuchten.
Ach, wie schön. Und bei 8 kam, sprich über die Dinge, die dir Spaß machen und dir Freude bereiten. Die Freude wird tausendfach zurückkommen. Ach, wie schön, sehr schön. Und bei 9 kam dein Stress und ich habe dann gefragt, wie ich den loslasse. Und dann kam, indem du dich entscheidest, keinen Stress mehr zu haben, du machst dir den Stress selbst und vergisst zu leben. Nimm uns mit und wir helfen dir, wir lieben dich und freuen uns. Oh mein Gott. Wow. Ja. Super schön. Ganz toll, danke. Schöne Antwort, danke schön. Ich habe bleib im Feuer stehen, auch wenn es weh tut. Und Heilung und Mut sind dann dein. Mhm. Das ist eigentlich 7 und 8 für mich. Und loslassen geht es noch um die Angst vor dem Versagen. Mhm. Und da habe ich nachgefragt und dann ist mir wieder gesagt, bleib im Feuer stehen. Mhm. Sehr schön, danke. Also danke. Höre ich das richtig, dass einige von uns die Antwort bekommen, mach es, auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut oder unangenehm ist, weil ja. Sonst würden wir nicht am Leben teilnehmen. Ah, wow, dazu muss man ja echt mutig dann sein, ne? Mhm. Da müssten wir noch uns gegenseitig anfeuern, dass wir auch alle, weil ich habe das ähnlich bekommen. Einfach, ja, hab keine Angst, dass es vielleicht mal wehtun könnte. Es geht auch wieder vorbei. Es ist deine eigene Beurteilung, dass es Schmerz ist. Kommt nicht von uns als Strafe oder so. Und toll. Danke, meine Liebe. Ich habe nicht so viele Antworten gekriegt, aber bei 7 habe ich gekriegt, sei du selbst. Ja, schön. Bei 8 habe ich gekriegt, hinstellen und Nein sagen. Okay. Dass ich auch mal hinstellen und Nein sagen kann. Und bei 9 ist eigentlich nicht diese Antwort gekommen auf die Frage, aber sie haben mir nur gesagt, alles wird geliebt, jedes Wesen, jeder Stein, jede Pflanze und jeder Baum. Also es ist nicht so treffend auf die... Nein, aber finde ich total, passt richtig zum ganzen Konzept von allen Fragen wieder. Das alles ist das Leben, nicht nur das eine, was wir uns vielleicht vorstellen, Schwarzwälder Kirchtorte oder was auch immer es das für uns ist, sondern alles gehört zum Leben dazu. Interessant. Mhm. Sehr ja, schön. Das fand ich eine ganz schöne Antwort. Ja, ja. Finde ich auch schön. Mhm. Danke, meine Liebe. Danke auch. Lass uns doch dann zu Nummer 10 und 11 gehen mit der Eigenliebe. Genau, die Eigenliebe, bedingungslose Annahme von allem, was du bist. Mhm, sehr schön. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, was du bist, kam dann die Antwort. Und bei 11, tue mehr von dem, was du bereits tust und liebe dich, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Sehr schön. Sehr schön. Fällt mir gut. Danke. Die 10 kam, ist die Hinwendung zu Gott und zu erfahren, dass diese Liebe, die von Gott kommt, in dir ist. Sehr schön. Ein Erinnern, dass du Liebe bist. Und die 11 kam, rezitiere oder wiederhole liebevolle Worte, spreche sie zu dir, wie du geliebt bist. Also da kommen dann ganz viele dazu, eben, ich bin liebevoll, ich bin toll, ich bin einzigartig. Ja, also weiter so. Sehr schön, schön, ja. Danke. Ich habe da wirklich auch eine lustige Antwort gekriegt bei 10. Du traust dich was, du mutest dich den anderen zu, du schöpfst aus dem Vollen. Mhm. Passt eigentlich auch so im Zusammenhang mit vorhin Ängste loslassen, Selbstkritiker loslassen. Von dem her passt die 10, die Antwort. Und dann beim 11, da musste ich echt schmunzeln. Umarme ganz viele Menschen, lasse viel
lasse viel Liebe da reinströmen in die Umarmung und fühle, was zurückfließt. Oh, okay. Wow. Schön. Ja, das war für mich ganz überraschend. Und ich bin ein Hugger. Also ich umarme Menschen wirklich gerne. Und die letzten 2 Jahre war das ja nicht so erwünscht. Und jetzt fühle ich mich ermuntert, einfach papperlapapp, ich mache das wieder. Okay, schön. Danke, meine Liebe. Gerne. Danke. Also zu der Frage 10, da haben Sie mir eine Blume gezeigt, also öffne dich wie eine Blume, sei wie eine Blume. Mhm. Und bei Nummer 11 heißt einfach genieße. Das kam dann zu mir. Okay, sehr schön, genieße. Wie genießt du am besten? Ja, das habe ich noch zu lernen, weil ich... Ja, das ist wie so ein roter Faden durch die ganzen Lesungen, die ich jetzt bekommen habe. Ja, einfach nicht mehr zu lieben, mehr für mich da zu sein. Mhm. Okay, sehr schön. Bei mir, ich sag's dir mal, für dich ist es wahrscheinlich anders, aber ich habe zum Beispiel bekommen, bei Nummer 11, fand ich echt interessant, sei laut, dreckig, verrückt, tanze viel und lache viel. Also all die Sachen, die ich eigentlich sonst vielleicht, ich bin nicht laut und nicht dreckig im normalen Leben, aber es geht mir so darum, hab nicht Angst, auch mal was in die Pfütze zu springen oder so. Das Bild kam mir so vor. Das gehört auch zum Leben und zur Eigenliebe dazu. Vielleicht findest du solche Adjektive noch dafür, weißt du, um es mehr praktisch zu machen. Ja, das ist mir heute schon gesagt worden. Oh, okay, super. Keine Angst zu haben, einfach loszulegen. Schön, danke, meine Liebe. Also bei mir war sie nicht so arg gesprächig. Auf Antwort 10, wie sieht Eigenliebe aus, kam bei mir bloß tief, rein und pur. Mhm. Schön, ich habe auch nur drei Worte bekommen. Ach, okay. Ja. Und auf Antwort 11 kam es, akzeptiere dich so, wie du bist, alles ist gut. Okay, schön. Und dann wollte ich schließen und dann kam als Extrasatz noch, sei bereit für Wunder, sie werden geschehen, immer, wir lieben dich, Amen. Ah, schön. Also offen halten, alles, alle Möglichkeiten immer offen halten, sehr schön. Ah, toll. Ah. Ach, ich liebe das. Ich liebe die Verbindung mit der Akasha Chronik. Ich liebe es, mit euch zu machen. Es gibt einfach nichts Besseres als das für mich. Danke, meine Liebe. Was denkt ihr denn, was wir jetzt gelernt haben davon? Vergleicht es mal mit dem, was ihr vorher über diese Dinge gedacht habt. Möchtet ihr da noch was zu sagen? Habt ihr das erwartet, diese Antworten? Seid ihr überrascht? Habt ihr was anderes erwartet? Seid ihr enttäuscht? Was denkst du? Also für mich ist es sehr erhellend zu hören, wie sie einem so zusprechen und einem ermuntern und auf dem Weg einfach, wir werden begleitet. So. Also das ist wirklich ganz schön, das zu hören. So. Genau das, was ich brauche, kommt. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Danke. Ja, gerne. Also ich sehe, höre da auch oder sehe da auch genau das, was ich brauche, was in dem Moment wichtig ist. Und teilweise bin ich überrascht, weil da bei mir kam öfter irgendwie, das ist selbstverständlich. Also Dinge, wo ich mit mir hadere und sie sagen, es ist selbstverständlich. Und auch manchmal kommen da so ganz konkrete Sachen, wo ich dann denke, oh ja, das ja, ist einfach gut. Und mir gibt es Sicherheit. Also ich merke, ich bekomme einfach Sicherheit, wenn ich Fragen stellen kann und habe das Gefühl, die Antworten sind wahr. Es ist einfach pure Wahrheit. Mhm. Sehr schön. Also ich bin sehr, ich liebe meine Antworten, die ich erhalten habe. Ich glaube, ich werde jetzt auch wirklich noch mehr darauf achten,
nicht zu kategorisieren, also nicht mich selbst oder meine Sachen zu beurteilen und auch mal wirklich was zu machen, wenn ich denke, dass man vielleicht auch auf den Hintern fallen würde. Und nicht nur als Erfolg oder mit Success dann am Ende da steht, sondern wirklich auch mich überraschen lassen, vielleicht Wunder geschehen lassen. Weil ich glaube wirklich, dass ich mich manchmal ein bisschen zurückhalte und denke, ach nee, tu deine Energie lieber in das investieren, wo du weißt, dass es klappt, anstatt dass ich da noch vielleicht mehr am Leben teilnehme. So habe ich meine Antworten verstanden. Noch, da ist noch mehr Vielfalt und ich soll einfach noch mehr dran mitspielen. Ja. Ich weiß, das ist man wie in der Schule. Ich habe die Antwort. Ja. Ich habe die Antwort. Also für mich war das das persönlichste Coaching überhaupt. Oh, es ist so individuell auf mich und meine Bedürfnisse, meine Ängste, meine Nöte eingegangen und ich habe einfach totale Annahme gefühlt. Schön. Schön. Hoffentlich haben wir alle eine Antwort erhalten, die uns noch mehr am Leben teilnehmen lässt. Ja, damit wir das nächste Mal, wenn wir vielleicht Ängsten begegnen oder uns zurückziehen, denken, nee, ich vertraue jetzt darauf und schau mal, was passiert. Und wenn es nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, dann weiß ich, dass es trotzdem okay ist. Dann ist es immer noch gut. Ja, genau. Das wäre doch ein tolles Ziel, oder nicht? Ja. Ja, danke. Gerne. Ja, also ich mag mich da anschließen. Also diese Wunder, die man... Also ich bin jetzt gestartet mit viel Aufregung in dieses Seminar. Ich habe so viel wunderschöne Momente und Antworten bekommen, jetzt auch in den Lesungen. Das ist total berührend. Und auch jetzt in den 10 Fragen, jetzt die Frage 10, die war jetzt für mich auch so eigentlich selbstverständlich, aber so fand ich so toll. Sieh dich als Kind Gottes, was sollte an dir also falsch sein? Das ist eigentlich ja, beantwortet ja ganz viel. Also für mich ist das jetzt so, diese Selbstzweifel, diese Selbstbeurteilungen, diese alten Glaubenssätze, die man mit sich rumschleppt. Und dann habe ich so 4 Lebensregeln noch bekommen. Also Folge der Freude, sei dankbar, sieh das Gute, empfange und gebe Liebe. Ich weiß nicht, ob es mehr braucht im Leben. Und das Annehmen, was ist, das Leben kommen lassen. Ich finde, das ist ein Wunder für mich. Ist ganz toll. Sehr schön. Auch schön, dass du es so annehmen kannst und erkennen kannst. Sehr schön. Du, mir haben die Meister und Lehrer mal was Ähnliches gesagt. Da ging es auch darum, sich klein zu machen oder kleiner zu halten oder sich zu bemängeln. Und da haben sie gesagt, jedes Mal, wo wir uns bemängeln, beleidigen wir Gott, weil wir eigentlich sagen, Gott hat einen Fehler gemacht. Wir sind nicht gut genug, weißt du? Und da habe ich echt gedacht, das ist ja ganz schön arrogant von uns, wenn wir uns da so klein machen, dass wir da eigentlich sagen, hallo, die Person oder die Energie, nicht Person, die uns kreiert hatte, hast du einen Fehler gemacht. Also ja, super. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr noch mit dabei gewesen seid. Ich weiß, es ist spät. Und klopft euch mal echt selber auf die Schulter. Es ist erst 2 Wochen, dass ihr in der Akasha-Chronik arbeitet und was für tolle Antworten ihr alle schon bekommt. Ja, wirklich, klopft euch gerne mal auf die Schulter. Ich bin unwahrscheinlich stolz auf euch. Das macht ihr echt super. Und danke, dass wir das ausarbeiten durften zusammen. Hat noch irgendjemand was, was er noch gerne sagen möchte, noch gerne loslassen möchte, bevor wir hier zum Schluss kommen? Ja, ich hatte die letzte Lesung heute. Ja. Die war ganz speziell. Ich hatte diese Frau zuerst eine falsche Person, die verstorben war von ihrem Umfeld. Also falsche. Sie konnte nichts damit anfangen. Und dann habe ich der Meister und Lehrer gefragt, könnte mir jemand anders zeigen noch? Mhm, schön. Und das war dann Volltreffer. Und
am Schluss hat sie diese Person gesagt, ich soll ihr sagen, ich habe sie ganz doll lieb. Und ich bin ja Schweizerin und bei uns gibt es doll, also, was heißt doll? Keine Ahnung. Bei uns gibt es toll, aber doll. Ich dachte, das habe ich jetzt gesagt. Und dann hat sie gesagt, genau das hat sie immer gesagt zu mir. Ich habe dich so doll lieb. Und ich habe gedacht, okay, das könnte ja nicht von mir sein. Also, ja. Ist mir felsig. Ja. Das ist toll. Yeah. Ja, genau, toll. Ja, genau. Ich kann nichts damit anfangen. Und das war so schön, so eine Bestätigung zu kriegen, dass es eben nicht von mir ist. Und eigentlich doll, ganz schön toll, dass es sogar in der Sprache durchkommt, weißt du? Wie ich euch erzählt habe, dass der verstorbene Sohn da in der Gangsprache gesprochen hat. Ja, genau. Also es war mir komisch und peinlich, das so auszudrücken, aber der Vater hat sofort erkannt. Super. Wahnsinn. Ja, und sie hat dann auch so gewunken, so. Und hat sie gesagt, ja, ich erkenne, sie hat mir wirklich gesagt, 100%. Mhm. Erkennt sie ihre Tante. Und es war wirklich so, wow. Aber was für erwartet, eine schöne, aber schön, schöne Bestätigung. Ja. Sehr schön, danke. Danke dir. Also ich habe bis jetzt ein riesengroßes Wunder erlebt. Vor dem Seminar, ich habe da eine E-Mail geschrieben. Ich habe so große Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, wenn da irgendwie meine Stimme an die Öffentlichkeit kommt oder irgendwie auf YouTube mich da erkennen könnte, das war furchtbar. Und dann haben wir eine Übung gemacht. Das war am zweiten Tag vom Teil 1. Da ist es um die Spiritualität gegangen. Und ich habe mir die Fragen nicht ganz aufgeschrieben. Auf alle Fälle, die Meister und Lehrer haben uns ein Ereignis sagen sollen. Und ich habe da ein Bild gekriegt. Also das war eins von den ersten Bildern. Und das war so klar und so präsent. Und ich möchte es jetzt gern vorlesen, weil das ist hinfällig mittlerweile jetzt für mich. Das habe ich lösen dürfen. Okay, also darf ich dein Bild zeigen oder deine Stimme zeigen? Ja, gerne. Wie süß, oh Gott. Es kam das Bild von einem Friedhof. Ich war ein Geistlicher. Ich wohnte auf dem Friedhof und kümmerte mich um den Friedhof. Du konntest mit den Toten sprechen. Es war so selbstverständlich für dich. Mit den Toten hattest du mehr Verbindung als mit den Lebenden. Du musstest diese Gabe aber geheim halten. Deshalb hältst du deine Spiritualität im jetzigen Leben auch geheim. Wenn es jemand mitbekommen hätte, hätte man dich in Ketten gelegt und eingesperrt. Die Menschen haben über dich gelacht. Sie hielten dich für einen Spinner. Deshalb hast du jetzt Angst, man könnte dich nicht ernst nehmen. Aber das stimmt nicht, mein Kind. Dann habe ich nachgefragt, kann ich heute auch noch mit den Toten sprechen? Die Meister haben dann gelacht. Du meinst mit unseren Vorausgegangenen, sie sind lebendiger, als du glaubst. Natürlich, jeder kann das, es ist ein Geburtsrecht von vielen. Und dann war die Frage, welches Ereignis war es? Alles nur im Geheimen. Du hattest so eine große Gabe, aber konntest dich nicht entfalten. Du warst immer auf der Hut, deshalb bist du auch jetzt immer auf der Hut, mein Kind. Glaub an dich, liebe dich, wie wir dich lieben. Es kann dir nichts geschehen, wir begleiten dich und beschützen dich. Sei mutig. Ich bin ganz gerührt, ich kann gar nichts sagen, tut mir leid. Also dieser Text, es hat gereicht, dass ich mir gedacht habe, nein, es ist nicht schlimm, es ist alles gut so, wie es ist. Also danke schön. Ich danke dir, wunderschön, danke echt von ganzem Herzen. Ich lasse es einfach hier so, kann jetzt nichts mehr sagen. Ich bedanke mich bei den Meistern und Lehrern für alles, für ihre Unterstützung. Lasst uns die Akasha Chronik schließen. Danke, danke, danke. Schlaft gut. Vielleicht trinkt ihr noch ein Glas heißes Wasser oder Tee, bevor ihr ins Bett geht, um euch zu erden. Und ich freue mich von ganzem Herzen, euch nächste Woche Mittwoch wiederzusehen, ihr Lieben. Ich kann gar nicht warten. Ich wünschte, dass wir uns morgen wiedersehen könnten. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Danke. Tschüss.